Und genau darum geht es heute. Herzlich willkommen zu Matthias Berger Adventskalender Türchen 22. Und in dem Sinne willkommen zu einer neuen Folge Gimmick Review. Moin liebe Tricks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gimmick Review. Heute geht es um ein Gimmick, nachdem mich so viele von euch über die letzten zwei Jahre immer wieder gefragt haben. Odyssey von Callan Morelli. Mein persönliches, und das sage ich euch direkt vorweg, absolutes Lieblingsring-Gimmick. Ihr habt gerade eine Beispiel-Performance im Intro gesehen, was man damit machen kann, die ich auf Instagram hochgeladen hatte. Aber es gibt auch noch wesentlich mehr Zeug, das ihr damit machen könnt. Ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt aus meinem Vlog von der Spiel doch in Duisburg 2009. Das ist meine absolute Lieblingsperformance. Genau so performe ich Odyssey eigentlich immer. Und die Reaktion meiner Zuschauer seht einfach selbst. Ein Finger zum anderen. Ganz ehrlich, das ist der Einfingerabstand. Das ist einfach so. Das ist klar. Willst du sehen, wie ich den Zweifinger vom Daumen bis zum Mittelfinger, das sind zwei Finger. Achtung. Nein, wir können es natürlich wieder rückgängig machen und drüber springen lassen. Nein, ist okay. Das passiert alles in meiner Hand, richtig? Kannst du einmal deine rechte Hand geben? Okay, oder warte mal. Sehr gut. Ja, und jetzt kommt das Allerkrasseste. Ja, ja. Und hier, willst du ihn untersuchen? Eine wunderschöne Nummer. Odyssey von Callan Morelli ist für mich ein absolutes Must-Have, wenn man sich mit Ringmagie beschäftigen möchte. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum. Erstmal, was bekommt ihr, wenn ihr das Ganze unter dem Link in der Videobeschreibung auf jcmstore.com bestellt? Dankeschön für die Unterstützung, JCM Store. Ihr bekommt erstmal mitgeliefert einen Link zum Tutorial, völlig klar. Das Ganze wird ja produziert über Theory 11. Das heißt, ihr loggt euch bei Theory 11 mit den Daten entsprechend ein und könnt das Tutorial dann streamen. Ich glaube, man kann es nicht runterladen, sondern nur online streamen. Außerdem erhaltet ihr einen normalen Ring, den ihr im Alltag ganz normal tragen könnt und dementsprechend auch den Zuschauer untersuchen lassen könnt. Und ihr erhaltet einen Gimmickring. Wie genau der aussieht, sag ich jetzt nicht. Werdet ihr sehen, wenn ihr euch das bestellt, aber es ergibt auf jeden Fall absolut Sinn. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch, ich zumindest, war sogar ein bisschen überrascht, als ich den das erste Mal in der Hand gehalten habe, als ich noch nicht wusste, wie das geht. Ich war positiv überrascht davon. Das bedeutet dementsprechend, dass wenn wir jetzt in Richtung Handling gucken, dass wenn wir den Zuschauer den Ring untersuchen lassen wollen, wir vorher einen Switch durchführen müssen. Und keine Sorge, ich bin auch nicht immer zu 100% selbstbewusst, was Switches und so weiter angeht, aber das Gimmick erleichtert es euch unglaublich sehr. Wenn ihr die Routine beispielsweise genauso vorführt, wie ich das auf der Spiel doch in Duisburg gemacht habe, in dem Ausschnitt, den ihr gerade gesehen habt, da passiert der Switch automatisch. Also ihr geht automatisch clean raus und könnt dem Zuschauer das zum Untersuchen in die Hand geben und müsst euch keine Sorgen um den Switch machen. Auch sonst funktioniert das wirklich reibungslos, ist überhaupt kein Problem. Habt da bitte keine Angst, das Gimmick nimmt euch da viel Arbeit ab. Es ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also so eine Art Gimmick habe ich vorher noch nicht gehandelt, aber man fuchst sich relativ schnell rein und dann ist es auch tatsächlich nicht so ultra schwierig einzuüben. Also wenn ihr eine halbe Stunde damit rumgespielt habt, habt ihr auch schon die ersten schönen Ergebnisse vor der Kamera zumindest. Und das ist wirklich krass, also so ein, zwei kleine Sachen habt ihr in einer halben Stunde sofort drauf und auch sonst würde ich sagen, ist es nicht mega übungsintensiv. Was nachher mehr Übung bedarf, ist dann die Präsentation vor einem echten Zuschauer oder auch am Zuschauer, so wie ihr das jetzt bei mir beispielsweise gesehen hattet. Aber das Praktische ist, es ist Close-Up im Real Life eine super sinnvolle Sache. Ja, also wirklich vor einem echten Zuschauer unglaublich schön anzuwenden. Und es ist auch für die Kamera, für Instagram, YouTube, wie auch immer, mega cool. Es ist visuell, man sieht ganz genau, was passiert und auch in der Kamera von den Winkeln her super easy. Thema Winkel, ich habe das schon 360 Grad performt, wenn wirklich komplett um mich herum Menschen standen, gar kein Problem. Also ich würde sagen, ein wirklich brutal cleaner Performance-Winkel ist so, ja, solange die Leute halbwegs vor euch oder neben euch sind und nicht unbedingt so von hinten über die Schulter gucken, ist es gar kein Problem. Aber auch wenn ihr Leute hinter euch habt und ihr das einfach selbstbewusst performt und entsprechend die Arme hier mal runterbaumeln lasst, da mal runterbaumeln lasst, dann ist das alles kein Problem. Da müsst ihr natürlich beachten, selbst beim Bestellen schon gibt es verschiedene Ringgrößen. Da weiß ich tatsächlich nicht mehr auswendig, weil ich habe die Verpackung nicht mehr. Da weiß ich tatsächlich nicht auswendig, welche Ringgröße ich habe. Ich habe so relativ durchschnittlich große Hände und durchschnittlich große Finger, würde ich behaupten. Ich vermute mal, ich habe die mittlere Größe. Im JCM Store gibt es 18, 20 und 22 mm. Ich vermute mal, ich habe 20. Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Also es gab auf jeden Fall
Fall eine größere Größe, die mir zu groß war, aber es gab auch eine kleinere, die mir zu klein war. Ich vermute mal, ich habe 20. Also wenn ihr jünger seid oder wenn ihr merkt, ihr habt dünnere Finger, dann ist wahrscheinlich 18 sinnvoll. Und wenn ihr eher so Wurstfinger habt, also eher etwas dickere Finger, dann ist 22, vermute ich mal, die richtige Größe für euch. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Größe des Rings sollte auf jeden Fall so sein, dass ihr den auf allen vier Fingern problemlos tragen könnt und mit viel Quetschen auch gerade so auf dem Daumen. Dann ist das, würde ich sagen, so von meiner Erfahrung her die richtige Größe dann auch für den Gimmickring. Callan Morelli erklärt im Tutorial, ich glaube, 4, 5, 6 Utility Moves, also Techniken, aus denen man dann Dinge bauen kann. Und er erklärt dann auch noch mehrere Routinen, die ihr aus diesen Techniken jetzt bauen könnt sozusagen. Aber eurer Kreativität sind da meiner Meinung nach kaum Grenzen gesetzt. Man kann da auch wirklich viele eigene Techniken draus entwickeln und eigene Handlings sich überlegen, sich eigene Routinen daraus zusammenstellen. Das ist definitiv im Close-Up-Bereich eine absolute Wunderwaffe. Wo es natürlich schwierig wird, ist, wenn ihr damit auf der Bühne arbeiten möchtet. Ne? Also vorausgesetzt, ihr habt keine Kamera und Leinwand, was trotzdem auch nicht immer ganz so magisch ist, meiner Meinung nach. Ich bin immer ein Fan davon, wenn Bühnenzauberei auch ohne Kamera und Beamerübertragung trotzdem funktioniert. Also da ist dann natürlich das ganze Potenzial erschöpft. Also mit einem kleinen Ring, der von Finger zu Finger springt oder von der Hand auf die Hand springt, so, das ist auf der Bühne dann ein bisschen schwierig. Sobald ihr mehr als 50, 60, 70 Zuschauer im Saal habt, dann wird's eng. Also, alles in allem möchte ich zusammengefasst Odyssey von Callan Morelli tatsächlich eine 1 geben. Meine beste Note. Da haben mich ein paar bei der letzten Gimmick-Review gefragt, die ich euch in der Infokarte da oben mal verlinke. Warum gibst du Absolute Zero 6 von 10 Punkten? Nee, das waren keine 6 von 10, das war die Schulnote 6. Ja, also Odyssey kriegt eine 1 von mir, beste Note. Ich bin unglaublich zufrieden damit und ich kann es jedem guten Gewissens empfehlen. Ist ein wirklich schönes Tool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr auf dem Matti-Kanal. Bis dann, euer Matti und ciao. Genau deswegen streame ich im Stehen, Kappa. Und warum streamst du im Stehen? Ja, damit ich weit weggehen kann, wenn ich rülpsen muss, ganz einfach.